De dag van de waarheid. Rainer Mundt, de succescoach van de DDR-ploeg, heeft nog geen gouden medaille met zijn team. Karin Kania, de meest succesvolle schaatsrijder ter wereld, heeft hier nog geen gouden medaille gewonnen. Kan ze het? Mundt is nerveus. Hij twijfelt. Kania is niet in orde, dat weet hij. En vandaag moet het gebeuren. Op haar 1500 meter. Kania twijfelt aan zichzelf. Pas vanochtend heeft ze besloten te starten. Maar die twijfel overheerst alles. Wachten dus. Yvonne van Gennep wordt Olympisch kampioene. Dat is een grote verrassing. En Karin Kania blijft weer zonder goud aan de kant. Zilver is mooi, maar het is geen goud. En dat doet pijn. Hier komt Kania op Yvonne van Gennep af. Eerst pakt ze de trui, dan volgt de omhelzing. En dan, exclusief, het interview met de NOS. Karin Kania. Na ja, man muss sich auch mit so einer Situation abfinden. Und ich hatte hier nach den 3000 erhebliche gesundheitliche Probleme. Und ich war mir heute früh noch nicht sicher, ob ich überhaupt laufen kann. Und deshalb bin ich mit der Leistung eigentlich sehr zufrieden. Und dass es so knapp ist, mir hat eben halt das Glück gefehlt. Aber was ist dann passiert? Sie sind so stark gewesen, so überregend stark dieses Jahr. Naja, aber vielleicht nicht zur richtigen Zeit. Und wir haben selbst das noch nicht analysiert. Wir haben sehr viel trainiert und ich glaube nicht, dass wir etwas falsch gemacht haben. Aber ich meine, wir sind zwar sehr gut, aber wir sind nicht unschlagbar. Und ich glaube, das hat man eben hier gesehen. Und es war ja wirklich immer nur eine sehr knappe Entscheidung. Und wäre ich nach Olympia gelaufen, hätte ich vielleicht den Schritt noch schneller gemacht. Aber so ist der Sport und man muss auch mal verlieren können. Ja, das ist eine Wahrheit. Was ist die Belastung hier gewesen? Nervisch oder körperlich? Ja, ich muss sagen, dass beides zusammengekommen ist. Natürlich ist Olympia also eine enorme nervliche Belastung und es sind meine dritten Olympischen Spiele und für mich ist eigentlich der Nervendruck immer größer geworden und ich bin eigentlich immer gut damit zurechtgekommen, aber diesmal bin ich eben doch nicht so locker gelaufen und wie gesagt, ich hatte große Probleme hier mit der trockenen Luft und das haben ja die meisten haben es ja gemerkt, dass ich immer sehr viel husten muss hinterher und ich hatte wirklich erhebliche Schmerzen auch und es war eben kein sehr glücklicher Umstand hier, aber trotzdem glaube ich, zwei Silbermedaillen und eine Bronzemedaille. Andere machen Freudensprünge dabei und es werden auch die Zeiten kommen, wo wir uns wieder darüber freuen. Und ich freue mich trotzdem auch über die drei Medaillen. Können Sie etwas sagen zu Yvonne? Ja, Yvonne war für uns eigentlich, ich will nicht sagen überraschend, aber wir hatten ja sehr wenig Wettkämpfe von ihr gesehen und sie hat sich eben sehr gut vorbereitet und ist auf die Minute topfit und man kann eigentlich nur Hut ziehen und Anerkennung aussprechen und man muss das akzeptieren und eigentlich ist es fabelhaft, dass sie auch über die 1500 Meter so schnell laufen kann. Dass sie über lange Strecken gut ist, das wussten wir, aber wir können ja eigentlich nur Bewunderung aussprechen. Danke sehr, Kania. Herr Mundt, Sie sind zusammen gewesen mit holländischer Mannschaft in Butte, in den Vereinigten Staaten. Ja. Da haben Sie Yvonne gesehen. Haben Sie gewusst, dass sie das konnte? Ja, man muss damit rechnen. Sie war die Weltrekordlerin über die zwei langen Strecken. Ja, und dass sie, wenn sie im richtigen Moment fit ist, sehr schnell laufen kann, das wussten wir. Ich muss sagen, sie ist hier bravourös gelaufen, hatte das Quäntchen Glück, was man zu einem so wichtigen Wettkampf braucht, auch immer vorne starten zu können. Ich muss das sagen, also hinten starten zu können, weil wir immer vorlegen mussten. Aber das schmälert ihre Leistung überhaupt nicht. Ich habe das schon letztes Mal gesagt, man kann den holländischen Verantwortlichen, die sie vorbereitet haben, nur gratulieren. Und natürlich Yvonne für ihre fabelhaften Leistungen. Sportieve verliezers, maar toch een harde trek op het gelaat. En ja, dat is wel logisch. Hier in de studio overigens zit ook Wim Cornelis. Die is chef de mission van de Nederlandse afvaardiging al hier. Wim, hoe was de stemming voor de wedstrijd? Hoe heb jij het hele zwikkie rustig kunnen houden? Nou, dat hoef ik helemaal niet te doen. Ik bedoel, dat doet in eerste instantie Yvonne zelf. En Egbert, die bespreken van tevoren wat voor schema ze willen rijden en wat tijd ze hebben. Ik bedoel, die hele sfeer, die atmosfeer eromheen van die Heidi Ho-stemming. Oh, dat was geen probleem. Ze wilde zelf zich alleen maar voorbereiden op de wedstrijd. We hebben er ook rustig de gang laten gaan. En ze gaat eten wanneer ze wil. En ze doet precies waar ze zelf zit.